Hallöchen, Freunde, und wie immer willkommen zu einem sehr verrückten Let's Play hier auf diesen Kanälen. Und mit von der Partie sind wie immer die Valkyria. Moin! Und der Vito. Hallo! Und die Lizzie. Hallihallo! Und die Tiffany. Hey! Und irgend so ein komischer Typ, der jetzt ausnahmsweise mal hier mitspielt. Und wie man unschwer erkennen kann, spielen wir Scriptio und ich habe die ganze Zeit OBS im Vordergrund gehabt. Aber naja, das passiert. Jetzt konntet ihr sehen, was wir alles für Szenen gerade so benutzen. Genau, und wenn ihr euch fragt, warum Lizzie so ein bisschen schwer zu verstehen ist, das liegt einfach daran, dass Olli und Lizzie zusammen in einem Raum sitzen. Und das Mikrofon von Olli nimmt ihre Stimme irgendwie gerade auf, aber ihre Stimme wird durch ihr Mikro nicht aufgenommen. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Nicht ganz. Ihr Mikrofon würde die Stimme zwar aufnehmen, aber durch mein Mikrofon würde sie trotzdem immer kommen. Und so würde man alles zweimal hören. Ja, also, andersrum halt Kacke. Genauso, ne? Mhm. Genau, also wir starten jetzt einfach mal. Ich habe jetzt 6 Runden eingestellt. Wir haben 90 Sekunden Zeit zum Malen und dann gucken wir mal, wie wir uns schlagen. Ich glaube, das wird lustig. Ulf! Och, ich muss anfangen. Ulf okay. Fängt an, genau. Ja, dann fange ich einfach mal an. Ist es Deutsch oder ist es Englisch? Weil er gerade. Deutsch. Okay. So, es wird übrigens sehr krüppelig. Es wird sehr krüppelig, also Leute. Yay! Also hoffe, ich find's sehr gut. Ja. Boah, es haben zumindest alle erkannt. Ich kann voll langsam schreiben. Glückwunsch. Glückwunsch, dass du so langsam schreiben kannst. Lizzie! Planke. Schade. Schade. Hä? Ja. Ja. Was? Dieses, ja. Dieses Ding übrigens. Okay. Was? Ich gebe euch mal einen Hinweis. Also, denkt mal logisch. Ach, das soll ein... Schreibt mich, ich habe hier nur eine kleine Ecke. Gerne geschehen. Ich hab das nicht. Ich dachte, hä, ist das jetzt eine Vogelmama, die da irgendwas in ihrem Schnabel hat? Aber ja. Gib's zu, Valkyria. Ohne meinen Tipp hättest du es nicht rausgefunden. Nee, ich dachte so, hä, was ist denn das? Sieht aus wie so ein Schwalbini. Ja, es ist ein Schwalbini. Es ist ein Schwalbini. Ja, oder, Tiffy? Das hättest du nicht erkannt, ne? So, wir sehen jetzt meine Ansicht, damit ihr auch mitraten könnt. Würde sogar passen. Man kann auch einfach bei uns gucken, dann kann man auch mitraten. Was? Ah. Nö. Ja, genau. Hä? Okay, dann war's das. Was? Erster. Ja, schlag mich nur. Hä? Ja. Also, das muss nicht unbedingt schwarz sein. Das ist korrekt. Meistens ist es sogar eher weiß. Hä? Ich stehe auf der Summer Sale auf. Dampf. Really? Dampf? Ja, dann würde ich auswählen können, war noch bescheuerter. Warum zeichnest du nicht einen Zug? Ernsthaft jetzt? Irgendwann gewinne ich damit. Ach, das ist vielleicht ein bisschen länger. Ja. Vielleicht doch nicht.
Kreuzfahrtschiff ohne Bug. Ah! Hä? Bitte? Mit V? Tiffy grins! Mit V? Was? Und T am Ende. Mit V? Ich weiß nicht, wie ich das anders. Ich weiß weder, was das unten ist, noch was das oben ist. Das unten ist ein Gebäude, das oben ist ein Buch. Ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Die Auflösung kommt jetzt. Universität. Ah, okay. Okay. Wir sind ziemlich doof, oder? Ach, fast, fast. Oh, oh, oh. Achso. LOL. Ist das eine Box? Hä? Ah. Ich stehe auf dem Schlauch. Das bist du auch. Ach, Mann, ey. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Oha. Der kennt man doch. Ja. Gut, also ich mal ausnahmsweise mal nicht Mr. Bean. Okay, okay. So. So. Ja, das mache ich jetzt. Toll. Keine Ursache, gerne. Es gibt einen Disney-Film, wo ein kleiner Junge ist, der genauso heißt. Ja. Hä, wie kannst du das erraten? Echt jetzt? Das ist ein Blitz. Du kannst du kein Englisch oder was? Ich habe sofort an Flash gedacht, Entschuldigung. Okay. Sorry. Aber Valkyrie hat nur gezeigt, dass ich gar nicht so scheiße gezeichnet habe und man es erraten konnte. So. Genau. Das sieht ein bisschen aus wie ein Sparschwein in Gelb. Oh! Entschuldigung. Ja. Mhm. Dann machen wir hier so. Ja. Oh, nee, das ist ein bisschen klein. Was? Also es ist keine Sonne. Nein, und hier ist so. Hä? Ernsthaft? Tja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verraten, oder? Tja, Ulf. Tja. Das sind die Leute, die nicht aufmerksam den Chat verfolgen. Scheiße. Scheiße gelaufen. Oh. Tja. Oh. Das ist der Käse. Tja. Lol. Herr Lol. Okay, Vito. Hau raus. Mhm. Flanke. Schade. Ich
hatte gehofft. Ja. Was? Bin ich blöd? Das hat eine andere Form. Was? Zweiter. Komm her. Hä, verarschen? Ah! Ich bin gerade irgendwie voll schlecht. Tja. Stell dir eine andere Form. Boah. Ja. Ja. Das. Ja. 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 Was denn für eine andere Form? Wie willst du denn sonst einen Pinsel malen? So sieht nicht kein so. Pinsel aus. Ja, du, die von früher schon. Ja. Ich habe mal eine Frage, ne? Also wenn ich so auf OBS gucke, dann sind wir schon 10 Minuten dabei. Wir haben noch nicht mal die zweite Runde fertig. Ja, wir werden ja gerade schneller. Okay, gut, gut. Alles klar. Schneller? Vito! Schneller? Hey, vielleicht müsst ihr mal was eintippen. Nö. Tja. Hat jemand gesagt, wir werden schneller? Ich habe irgendwie so ein Klingeln im Ohr. Tiffy kann halt leider nicht schneller. Oh, warte, da ist irgendwas. Ein U. Hä? Nee. Das ist auf der Straße. Das habt ihr schon mal gesehen. Ja. Lol. Was? Mal die Dinger doch rund. Ich kann nicht rund. Entschuldigung. Hä? Liegt auf der Straße. Ein totes Tier. Ist auch nicht schlecht. Gule! Gulli, meine Fresse. Gulli. Ja, hey. Gut. Ach du Scheiße. Tja. Okay, ganz schnell. So. So. Tja. Tja, Tada! Eins davor. Was? Komm! Ich hab keine Ahnung. Das habe ich nie in der Schule gelernt. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich in Astronomie gelernt habe. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag... Sex? Oder was war das für Stöhnen? Unsere neuen Planeten! Ja, aber warum hast du denn so gestöhnt? Hatte ich nie in der Schule! Oh... So, was hast man doch in der Schule? Auf was für einer Schule warst du denn? Nein, bei uns nicht. Ah, okay, okay. Hier so, ja. Hm. Okay, ja. What the fuck? Wie nennt man das? Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie man es nennt. Tja, ich kann es höchstens noch einfärben, aber... Hä? Es geht halt. Nein! Nicht? Es ist genau das, was da ist. Ich kann hier oben noch einen Kopf dran malen. So. Ich weiß nicht, was das von den Buchstaben ergeben soll. Das ist ja. Hey, Tiffany hat's. Nur weil ich aus dem Osten komme. Hä? Ich
ignoriert das, was an der Seite gemalt wird. Hm. Tiffy ist gerade die Einzige, die es gerallt hat. Hm. Ernsthaft? Oh nein! Ernsthaft? Oh. Ich hatte Po. Alter, nein! Ich sag doch, dass ich nichts anderes hätte zeichnen können. Oh Gott. Ehrlich, der ist da mit drin? Ja. Das ist interessant. Nice. Ja gut, Mr. Bean wäre ja auch mit drin gewesen. Krass. Die Nase. Süß. Sieht aus wie so eine Möwe. Ich will halt keine Zeit verlieren. SpongeBob. Oh, er hat keine Füße. Nein. Hatten wir es nicht heute noch von dem Nachbarn, der Plankton heißt? Stimmt. Pinsel! Was? Meine Zeichenkünste sind super. What the fuck? Geil, ey! Wow. Wow. Das ist abstrakte wow. Kunst, ey! Das tut mir schon so ein bisschen leid, ne? Echt jetzt? Oh. Ey, das erkennen wir doch sofort! Ja. Tiffy, was sagst du dazu? Gar nichts. Wow. Gar nichts! Toll, Tiffy. Ja, sie hat einmal nur kurz geatmet, so. Oh Gott, das ist ein langes Wort. Ja. Verdammt! Ihr seid alle viel zu schnell. Aber es ist trotzdem nicht richtig. Nee. Myrapla. Ja. Oh, wie süß! Ach. Hä? Quidditch. Was steht da oben? Summer? Summ steht da. Oh. Ach. Ja. Es ist ja. Kein Schmetterling. Nee, es ist kein Schmetterling. Insektenkescher. Vito, was hast du gestern Abend? Ja. Oh. Hä? Aber es sieht aus wie so ein Schnatz. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Quidditch ist. Quidditch, ja, ja. Du bist. Ach du Heilige. Okay. Ja. Moment. Geht gleich los. Ach so, hattest du schon. Es ist nicht Quidditch, keine Sorge. Digga, wie schreibst du denn Quidditch? So wie man es spricht. Und so. Und. So. Das sieht aus wie Batman, ey. Und Olli, ey, geil. Sag mal, bin ich dumm? Jesus. Sag mal. Hippie. Oh. Was war jetzt das hinmalen? Ich stehe auf dem Schlauch. Das meine ich. Engel. Ja, gut. Ja. Ja, also. Kann man so machen. Ich kenne wenig Engel mit Cape. Das ist ein Flügel.
Dass du die Flügel nicht erkannt hast. Jesus hat auch kein Cape. Nur mal dazu. Das habe ich geschrieben, bevor das Cape da war. Ich habe Videobeweis. Ich auch. Oh, Alter, das ist eine Zeichnung für Mäuse. Ja, ich will mal euren... Was eure machst du Augen denn da? Ein bisschen anstrengen. Warte, ich mal Mist. Nein. So ein Kaffee mit 3F geschrieben. Hab ich? Ja. Ach, scheiße. Warte. Ja. Ja. Malst du auch nochmal weiter? Oh, ja, was soll ich denn noch malen? Was steht da? Ich kann keine rückwärts lesen. Was? Oh Mann, jetzt muss schnell, konnte ich nicht schreiben hier. Ja. Ach so, hier, warte. Wie soll man das sonst zeichnen? Ja, ein bisschen größer, dass man überhaupt erkennt, dass es eine Tasse ist. Ja, sonst heißt es wieder, was ist denn das für eine Riesentasse? Ich dachte erst, du willst das Starbucks hinschreiben. Nein. Ja. Also das ist es. Okay. Ja. Man läuft. Kann es aber so sehen. Läuft. So, so. Und hier. Oh, da. Und das hier ist dann so das da. Nasensekret. Schön. Schleim. Alter. Ja gut. Also ich hab's erkannt. Ja, ich find Nasensekret treffender. Valkyria, das wundert mich jetzt nicht. Ja, Lizzie und ich, wir sind auch eine Person. Ja, das sind wir. Ja. Ja. Ah, oh, süß. Ich fühle mich irgendwie dumm, werte Zuschauer. Für... Box. Oh. Oh. Ja. Dann hab ich da noch eine Tasche, so ein Taschentuch hingemalt, so eine Taschentuchbox. Das ist eine Taschentuch? Ja, das ist ein Taschentuch. Ja, das habe ich mal geschrieben für Schleim. Ach so. Oh. Ja. Ich hätte bitte gern, dass du dann das nächste Mal Nasensekret hinschreibst. Oh, okay. Oh, wie süß. Das sieht aus wie so ein Monster, das so von der Seite reinguckt. Jetzt ist es weg. Ja, ich kann es doch nicht malen. Oh, Tiffy, du bist ein Genie. Ein Punkt. Zwei Punkte. Das sind Reifen. Ja, genau. Reifen. Ja! Was? Diese Hieroglyphen, die da jetzt auch gerade kommen, kann ich nicht lesen. Das soll vorne heißen. Es geht um... Motor. Ja. Ja klar, Valkyria, natürlich. Sie kennt mich halt gut. Alter Schwede. Ich hab euch vorgewarnt. Ja. Wer ist das denn? Nein.
Ja, easy. Ist das denn auch ein Weißwedelhirsch gewesen? Das war ein Weißwedelhirsch. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich das eigentlich schon einmal reingeschrieben habe? Oder ein Dammhirsch. Mit Recher. Mit Recher hast du geschrieben. Ja. Good boy. Eine Kieskanne. Good boy. Good boy. Er gibt mir mal wieder so klein, das kann nur der Espresso sein. Jo. Ich wollte noch einen Kackhaufen daneben malen, ihr seid langweilig. Du malst zu gut. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. So, jetzt komme ich langsam rein ins Spiel hier. Wer spielt denn dann sonst mit uns hier, wenn du jetzt erst drin bist? Da-dum. Was? Würfel und eine Qualle. Quallenfischen. Qualle wollte ich auch gerade sagen. Würfel? Was? Wow. Wow. Vito, vor allem Vito sagte schon voll laut. Hey, Würfel. Was ist eine Würfelqualle? Ist das dein Ernst, Vito? Das ist eine Qualle, die Glücksspiel betreibt. Das weiß man doch. Ja, die trifft man in Vegas. Das Pinsel, das habe ich gleich erkannt. Dann kommt da jetzt noch so ein Kopf drauf. Warum mache ich eigentlich kein Strichmännchen? Ach, das soll ein Mensch sein. Und der tut was. Ja. Ja. Ah, okay, da haben wir es. What the fuck? Was ist denn das hier für Klassikmusik? Das ist ja ekelhaft. So, Leute, guck mal, was wir hier alles für tolle Musik haben. Dann gehen wir mal in die Spiele-Playlist. Was können wir denn hier anmachen? So ein bisschen. Ach, ich mach einfach mal das. Tiffy, was das machen Rinder? Das tun ja immer, wenn sie Vito etwas tut. Nee, was machen Rinder? Brüllen? Rinder brüllen nicht. Natürlich! Genau, die Bullen, die brüllen! So. Dann hoffen wir bloß, dass kein Polizist dieses Video sieht. Badamtsch. Brokkoli! Falsch geschrieben, aber egal. Kettensäge. Ja, ich entschuldige für die Steam-Geräusche. Ich glaube, ich mache einfach Steam zu. Ach so. Tschüss, Steam. Ach so. Ja, waren wir gerade irgendwie ein bisschen. Baumhauz! Nee, Baumhauls? Baumhauis. Baumhauis. Haui. Ich hab mich vertippt. Boah. Oh Mann! Ich hab die Zusammensetzung geraten. Ich glaube, ihr kriegt den Olli nicht mehr eingeholt, ey. Runde 6. Oh, jetzt geht's um die Wurst. Da Wurst. Da Wurst. Da Wurst.
So, dazu gibt es dann meistens noch das hier. Hey! Ah! Das packt man dann da so rein und dann... Und dann macht das so... Pft, 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 pft. Und dann benutzt man dieses Ding. Es gibt auch Hunde, die so heißen. Beagle? Genau. Hä? Okay, das ist für mich ein Beagle. Ach, Schatz. Ein Wisch. Mops. Wow. Ja. Ein Wischdobermann. Es gibt auch Hunde, die so heißen. Ja, Wischmob. Planke? Mob. Man sagt doch auch Mob dazu. Nein, Mops. Also nein, Mob. Feudel. Wenn das so laufen würde. Ja, echt mal, das ist ein Feudel und kein Wischmob. Wischmob gibt es. Wischmob. Wischmob gibt es im deutschen Duden gar nicht. Natürlich. Ist es sicher? Nö. Easy. Erkennt man doch sofort. Und da drin ist so... Ein Hitzetisch. Was? Das geht ja vom Kühlschrank. LOL. Hitzetisch, oh, das geht ja vom Kühlschrank. Digga, das sieht richtig kacke aus. Boah, was? Voll richtig gut gemacht. Konnte man sofort erkennen. Oh ja, das passt. Vor allem, ich lösch das nochmal. Und Olli einfach so, Berg. Dancing with you, baby, all I want. Alter, Tiffy, du haust auch immer so lange Wörter raus da. Ich hatte John Cena als Auswahl. Ja, lol. Auch nicht schlecht. Wie hätte man John Cena malen sollen? Einfach John nur dö aufschreiben. Ja, dö. Ah, geil. Davon hatten wir es doch gerade. Doch nicht. Tja. Tag der Arbeit. Nö. Hä? Ja, das ist schon klar. Das den haben wir erkannt. Aber B? Mit B? Gott, sind wir doof. Meine Fresse. Was, warum? Weil wir doof sind. Also ihr. Ich ein ganz klein wenig weniger. Ich bin gerade echt blöd, glaube ich. Aha. Ich brauche noch Buchstaben. Ich brauche noch Buchstaben. Ja, echt mal. Y. Was? Oh, lol. Was? Nein. Ich sag doch, wir sind alle dämlich. Ich hab euch gesagt, ich kann nicht zeichnen. Machst du gut. Ich bin viel schlimmer. Wir können aber nur nicht denken. Es ist ja auch schon spät. Oh yeah. Danke, Ulf. Gerne. So. Ja, was macht er denn da?
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Kinder! Schokolade! Da sind echte Kinder drin. Oh, ne? Valkyria zeichnet doch mal richtig, ey. Das könnte man besser machen können. Warum ist sie denn bunt? Einfach so, weil ich Bock drauf hatte. Hier, guck mal, du gönnst mir nur den ersten Platz nicht. Oh, hast du den Ulf nochmal überholt? Sehr gut. Ja, Mann! Die war doch fast die ganze Zeit vor mir. Nee, nein, am Anfang nein. Nicht. Echt? Am Anfang war ich ganz weit hinten. Ja gut, man muss aber auch sagen, dass ich zwei Sachen richtig beschissen gezeichnet habe. Ja, das hast du mit Absicht gemacht, damit die anderen Leute keine Punkte kriegen. Jetzt haben wir es verstanden. Richtig. Ach, ich habe in Wirklichkeit mit Valkyria zusammengearbeitet und wir haben es aussehen lassen, als würde sie die ganze Zeit... Erzähl das doch nicht, Mann! Sorry. Ich glaube, dann verabschieden wir uns lieber, oder? Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, ne? Ja, und Olli weite deines Amtes. Genau. Tja, na gut, dann würde ich mal sagen, die Lizzie verabschiedet sich. Ja, jetzt komme ich auch mal zu Wort und es ist schlimm, sich hier doppelt zu hören. Ja, ich verabschiede mich und ich hoffe, ihr habt wenigstens irgendwas gehört. Die Valkyria verabschiedet sich. I am the champion, my friends. Bam, bam. Ja, okay, jetzt zu den Verlierern. Mach und der Vito verabschiedet sich. Tschüss, ich habe nur ein Auge. Und Tiffy, the Generator, verabschiedet sich. Tschüss. Und ich verabschiede mich nicht. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich breche jetzt einfach die Aufnahme ab. Olle Monobraue. Jetzt hast du ja quasi Tschüss gesagt. Und nein, tschüss. Ich sagte nicht Tschüss. Ach so, nicht Tschüss. Okay, nicht Tschüss. Nicht Tschüss. Nicht Tschüss.